Hallo, meine liebe Orakel hier und jetzt. Was ist bei dir los? Ja? Du kannst drei Stapel wählen. Ja? Mach ich mal da. Verschiedene Szenarien. Ja? Im Bereich deines Lebens. Ja? Gut, hier kam aber vier Karten. Dann ist es so. Dann ist es vier Stapel statt drei. Allgemeine Legung, ja, dass ihr achtet, okay? Stapel 1, 2, 3, 4, was ist bei dir los? Universum, jede Stapel 2 Karten, bitte. 2 Karten. Hoppla, hoppla, hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. So. Okay, und wenn ich mehr Karte brauche, die nackte Wahrheit hier, La Vera Sibilla, dann mache ich mit denen, ja? Okay, Stapel Nummer 1, was hast du hier? Weggabelung, ja, Entscheidungen müssen getroffen werden, ja? Und es geht um Page of Swords. Chance, Nachricht, Klärung, ja, mit einem jungen Mann oder Frau, ja, bei kluger Verstand sein, redet für schmerzhafte Einsicht. Also Klarheit, ja, klärende Gespräche, Entscheidungen müssen getroffen werden, wegen die nächste Schritt, und es geht um eine Ehe, ja. Es muss klärende Gespräche geführt werden, ja. Entscheidungen getroffen werden wegen einer Ehe, ja, und hier, ihr müsst euch bewegen, ja, das muss passieren, auf den Tisch kommen, ja, mehr klärende Gespräche für wegen einer Ehe, ja, Veränderung kommt, ja, und ich nehme noch zwei Karten hier, klärende Gespräche, Reise. Und das kann sein, so was ich so hinkriege, ja, ist, es kann sein, dass es mit jemand vom Ausland, ja, zu tun hat. Oh, die kommt. Gedanke, jemand macht sich viel Gedanken um eine Ehe, ja, und man sucht Rat, ja, beim Behörde, beim beraten lassen, sich formieren, ja? Also, ein Szenario kriege ich hier rein, ja? Also, du musst Entscheidung treffen, ja? Es betrifft dich, es geht um eine Ehe, Hochzeit, egal was ist, ja? Und
Du musst klärende Gespräche, und es kann sein, dass mit einem jüngeren Mensch ist, Frau oder Mann, ja, derjenige, der zuguckt, ja, und es kann sein, dass dieser Mensch im Ausland ist, ja, oder von Ausland kommt, ja, ein Ausländer, ja, und man macht sich viel Gedanken über diese Schritte, und deswegen informiert man sich, ja, informiere dich, und dann Entscheidung treffen, und dann klärende Gespräche. Es muss alles auf den Tisch, ja, okay. Stapel Nummer 2, was hast du denn hier? Orakel im Hier und Jetzt. Treues Herz. Ja? Treues Herz. Das Gericht, ja? Wiedervereinigung, treues Herz, ja? Erlösung, Lösung finden, neues beginnt, Berufung, Handeln, befreit sein, sich neu entfalten, jetzt Handeln, Lösung und ein Anruf. Ja? Und was hast du hier? Gute Dame. Also es kommt Gerechtigkeit in eine Sache, ja? Bleib dir treu, ja? Oder jemand, der dich unterstützt in diesen Gerichtssachen, kann auch sein, ja? Komm zur Lösung finden, ja? Etwas beginnt neu, das Gericht, ja? Befreit sein, sich neu entfalten. Jetzt haben, Lösung finden, Lösung finden. Jemand, wo dir sehr treu ist, die du kannst vertrauen, oder du selbst zu jemandem, ja? Du unterstützt jemanden oder jemand unterstützt dich, ja? Und es geht um Gericht, ja? Gerichtliche Sachen kann auch sein, ja? Oder jemand ist gerecht zu dir, ja? Jemand unterstützt dich, ja? Oder du möchtest die Vergangenheit wieder bearbeiten, ja? Und man fühlt sich gefangen, ja? Man isoliert sich vielleicht, ja? Oder du spürst, dass jemand zu dir Heimlichkeit hat oder ist in Rückzug, ja? Es kommt Gerechtigkeit in diese Sachen. Bleib dir selbst treu oder jemand unterstützt dich, die ein treues Herz hat, ja? Und dann, was passiert da mit dem Gericht? 2 Karten, bitte. Was geschieht da mit dem Gericht? Kommt positiv oder nicht? Kommt zu Erfolg in diese Sachen? Ja, du fühlst dich gefangen, ja? Liebes Universum, Erfolg, danke zur Klärung. Was da mit dem Gericht, ja? Oh, das ist aber viel Karten. Nehme diese 2, sie sind hier gefallen. Entschuldigung, ja? Sie sind hier gefallen, dann ist die 2. Treue, schon wieder Treue. Treue. Man fühlt sich schwach, du bekommst Unterstützung. Ja? Es kommt Gerechtigkeit in den Sachen. Treue, schau mal, 2-mal Treue. Ja, es kommt gut. Vertraue, ja? Treues Herz, Treue. 2-mal Treue, ja? Du kannst vertrauen, dieser Mensch ist treu zu dir, dich unterstützt, oder du bist getrautes Herz für jemanden, ja? Und jemand fühlt sich schwach, gefangen von dieser Situation. Okay? Was ist die letzte Karte? Eine aufrichtige Freundin. Ja? Schau mal, wie das passend ist. Ja? Jemand, die dich positive Menschen vertrauen. Ja? Aufrichtigkeit, Mitgefühl. Ja? Rat und Tat zur Seite stehen. Vertraue diesem Menschen, diese treues Herz. Treue, ja, die dich unterstützt in dieser Situation, egal was ist, ja. Kann auch sein, dass es mit Gericht zu tun hat, ja. Irgendein Problem, ja, willst du positiv unterstützt. Was hast du hier? Der schöne Schein, ja, jemand trägt eine Maske. Ast der Stäbe, Chance, Entfaltung, ja. Lebendigkeit, Wachstum, Neubeginn, Mut, Risiko freigeben, ja? Du bist aus dieser Situation, du hast das Gefühl, dass jemand zu dir ein falsches Spiel spielt, sie nicht ehrlich ist oder die Maske anhat, ja? Ja, jemand, ja? Kann auch sein auf dem Jobbereich, ja? Das ist Militärperson, jemand ist sehr strenge Person, ja? Dein Chef, dein Vorgesetzte, ja? Und dieser jemand hat eine Maske auf, ist falsch, nicht aufrichtig zu dir, ja? Kann im Privat,
Leben sein oder Arbeitsumfeld. Ja? Und es kommt zur Chance auf Entfaltung. Ja? Es kommt zu sich engagieren, Ehrgeiz, Motivation loslegen, neue Möglichkeiten, kommt auf dich zu. Ja? Positivität, trotz dieser Person einfach aufpassen. Ja? Jemand trägt eine Maske. Ja? Jemand ist nicht aufrichtig zu dir. Und ich habe das Gefühl, das ist auf der Arbeitsplatz. Aufpassen, ja? Jemand spielt ein falsches Spiel, ist nicht ehrlich zu dir, ja? Aber es kommt Neubeginn, du gehst da raus, ja? Du wirst erkennen, wer das ist, wer eine Maske trägt, okay? So, Stapel Nummer 4, ne? Es ist ein Seelengefährte. Angenehmer Brief und Lebensfreude, Wohlstand, ja? Es kommt alles positiv mit diesem Seelenpartner, ja? Angenehmer Brief, Kommunikation kommt auf dich zu, ja? Kann auch eine junge Frau sein, repräsentiert oder ein junger Mann, ja? Jünger sein als du. Und hier ist die Empress, also die Herrscherin, ja? Mütterlich, umsorgen. Liebe blüht auf, wächst, Mutter werden oder sein, Geborgenheit, ja? Jemand ist sehr, sehr lieb, ja? Eine gute mütterliche Figur, ja? Sich um dich sorgt, ja? Geborgenheit, ja? Eine gute Person kommt auf dich zu, deine Seelengefährte. Du wirst mit ihrer Kommunikation erfahren, ja? Wohlstand. Alles kommt gut, ja? Diese Seelenpartnerschaft ist eine aufrichtige Person, gute, liebe Person, kommt auf dich zu. Ja, meine Lieben, das war Orakel im Hier und Jetzt.